Willkommen zu einer Runde der Ultimate Tinkers Tools und ich habe hier eigentlich irgendwie überhaupt keinen geilen Platz. Also, ja, man kann jetzt überstreiten, ne, aber ich glaube, ne. Naja. Also, wir können auf jeden Fall nicht verwenden. Das auch nicht. Ja. Ich glaube, ich muss mit diesen drei Plätzen hier vorlieb nehmen. Vier. Für Grains of Infinity. Ne, ist ein bisschen doof, aber es geht gerade nicht anders, weil anders kommen wir an Grains of Infinity auch nicht so einfach ran. Also wir könnten dann später Essenz machen, was wir auch auf jeden Fall machen werden. Ne, Bedrock sind diese Teilworte hier. Genau. Um das rauszubekommen. Was anderes bekommen wir es halt doch tatsächlich nicht, außer halt dann später durch Essenz. Was Tier 2 ist, was eigentlich gar nicht so toll ist. Und wir haben da schon ein bisschen was bekommen. Zwei Stück schon, das ist mega geil. Ne? Ich glaube, wir werden auch bald schon auf die Essenz gehen, damit wir nicht dauernd hier runter müssen. Ein Grow Accelerator kostet mit der Waffe faster, ne? Ja, wieder eins, perfekt. Also wir werden auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen. Ja, die kann ja. Also was ich ja noch, ne? Grain. Das Grain Infinity. Also beziehungsweise wir können es im Magic Insulator. Kommt jetzt auch einfach so hochzüchten. Oder im CPU-Prozessor. Was macht denn der? Ich habe nämlich keine Ahnung, was er macht. Convert seeds into their respective crop output. It runs on the power of thermal energy, which means you don't need to give it any power. Ja, gut. Ja. Dumm, 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 dumm. Johanne. Weil hier unten kann man es auch noch machen. Haha. Perfekt. So. Na, na, na. Perfekto Mundo, würde ich mal behaupten, ne? Aha. Und also halt diese Growth Accelerator sind auch gar nicht mal so teuer. Kann ich den. Ja, das mag man vorher schon kaputt. Genau. Perfekt, vielen Dank. So, ne? Danke, danke. Grains of Infinity kann übrigens nicht verbrennen. Wäre auf doof, wenn, ne? Das Bedrock hat das als Ort Dictionary. Ah ja. So. Jawohl, ja. Zweimal kann ich noch anzünden.
Da ist kaputt. Jetzt heißt es einfach nur kurz abwarten, bis alles ausgebrannt ist. Und hoffen, dass nochmal irgendwo Quench of Infinity rauskommt. Sprich, in dem Fall hier. Ne? Komm, gib mir, gib mir. Gib mir Quench of Infinity. Yay. Gib mir! Enttäuschen. Einzige Enttäuschung ist das hier. Ja gut, ne? Dann rattern wir mal kurz hoch. Gucken wir mal, was unser World Miner so getrieben hat. Und wir haben nackt, was mir gar nicht gefällt. Einfach schnell pennen gehen, ne? Ich bin ja auf, ja. Irgendwo irgendein Mob, was mich benerven könnte. Nein? Prima. Prima. So. Dann gucken wir mal ganz kurz, was der so zu bieten hatte, ne? Ja. Bumm. Was hatte der Wolter meiner denn zu bieten? Wie weit ist der denn, das hat er denn so gesammelt? Oh ja. Ach, hat es quasi einfach. Zetus-Quartz kann ich halt gebrauchen, Emerald-Ore kann ich gebrauchen, Lapis kann ich so direkt abbauen, Letzten kann ich so direkt abbauen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ne? Zetus? Emeraldus? Hallo? Also weil ich aufsammeln kann. Fehl. Und der Lapis Lazuli. Ne? Genau, dann haben wir hier noch ein letztes Mal. Das ist ja nach. Genau, und wir haben unser erstes Tiererz. Oh, lala. Oh, lala, ey. Solange wir noch keinen Lack haben, können wir das eigentlich auch klein häckseln, ne? Ja, guck ich dann. Aber auf jeden Fall haben wir, also wir haben hier ein bisschen was an. Ja, das kann rein, das kann rein, das kann rein, das kann rein. Dann haben wir auf jeden Fall hier ein Gwinsel of Infinity. Jetzt wir brauchen nur noch ein bisschen was an Eisen. Dann einmal für Iron Bars. Dann brauche ich nochmal ein Eisen. Und dann könnte ich mir sowas machen. Und dann mache ich hier sowas. Und dann haben wir unseren Civil Alloy Smelter. Aktiv wird konsumiert. Achso, ich glaube, da war was, ne? Haha! Genau, da war was. Ich bin so witzig, ne? Ein fertiger Alloy Smelter. Hatte der auch so einen Capacitor? Ne, hat er nicht. Hätte ja sein können, ne? Ich wusste es nicht mehr. Genau, das war das Easter Egg. Genau. Das kann rein. Das kann rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Dann kommt das hier rein. Das kann hier auch noch rein, das kann hier auch noch rein. Aha. Geht nicht auf, schade. Genau. Black Concrete kann ich hier auch mal rein tun. Und da hält das auch. Gut. Perfecto Mundo.
Genau, dann kommen wir, dann haben wir hier einen Alloy-Smelter, den muss ich auch erstmal Strom besorgen, ne? Und einen Capacitor brauche ich natürlich auch dementsprechend. Haben wir hier irgendwo ein, ja. Ich setze erstmal, ist mir jetzt in Anführungszeichen nicht ganz, bei 64, kommt ein bisschen wenig vor, ne? So, 324. Das war der Beste. Das war hier 450. 324. Okay, wir nehmen da. So, ne? Dann gucken, dann gehen wir nochmal zum Voidor Miner. Der hoffentlich mittlerweile wieder noch ein paar Kristalle bzw. Dias geholt hat. Ja, wir haben unser drittes Perfekto, oder? Also Lithuit nehme ich mit. Redstone nehme ich mit. Prosperity nehme ich mit. Zerus nehme ich mit. Platin nehme ich mit. Zerus nehme ich nochmal mit. Redstone nicht unbedingt. Iridium nehme ich auch. Nee. Alter, das. Diamond nehme ich auf jeden Fall mit. Osmium, sonst ist jetzt hier Ansehen. Nether Quartz kann ich auch direkt keine Ahnung, ne? Aber auf jeden Fall. 3, 2, 1, Bumm. Kein Bumm. Also, in der Perle natürlich noch, ne? Habe ich komplett vergessen. So. Wobei wir können auch Enderperle. Das fällt mir gerade so ein. Enderperl. Ja gut. Mal, das ist jetzt eine. Was ist das? Können wir das jetzt so. Egal. Es gibt Endermedizins. Enderman Seed, ne? Was halt. Aber Tier 4, und ein Enderman Chunk, ne? Craftable. Mit dem Tier 4 Mob. Jawohl, gut. Ist doch ein bisschen hin, vielleicht. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, dann vielleicht eine Mockfarm draus zu machen. Ich weiß nicht. Naja. Auf jeden Fall, das haben wir klein. Das haben wir klein. Das haben wir sowas von klein. Das haben wir klein. Und das ebenfalls. Perfekt. So. Rein damit, rein damit, rein damit, rein damit, nein, nicht rein damit, damit rein. Das rein und das rein. So, perfekt. Das Platinrohr haue ich kurz klein. Und freue mich drüber. Ne, wo hatte ich den Platin Dust denn hin? In der soll einfach mal mit durch. Genau. Ja. Ja, was ich dann noch mal. Also wir brauchen erstmal für die Cells. Cells, ne? Für die, wie war das? Erodium. Erodium Cell. Was ist das denn? Blazewood Battery. Ja gut. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmals, wo du liegt Cells, was einfach nur Lapis und Quarz ist. Sprich nicht die Welt. 2 Stück brauchen wir da. Eins, zwei. Perfekt. Gut. Dann gucken wir mal kurz, wie wir also haben, bevor wir ihn einmal ganz kurz die Energie kappen. Und ich hier natürlich Kapseln brauche.
Denn ich muss da einmal kurz eine Zelle klauen und hoffen, dass das so funktioniert. ja. Ich brauche kurz ein paar Baublöcke. So. Genau, weil ich einmal kurz ein Panel hier klauen muss. Perfekt. Ich brauche die Rhodium Crystals. Bada bing, bada boom. Kann das kurz zusammencraften. Und hoffe, dass das als Assembly gilt. Da 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 das hier nicht. Doch, aber das mag, ne? Jetzt muss ich nur kurz pennen gehen, damit ich dann danach gucken kann, ob das von der Power her passt. Dann wiegt das Ding jetzt auf jeden Fall erstmal die Zelle wieder auf. Dankeschön. Genau. Dann gucken wir mal. Warum gehe ich hier eigentlich hoch? Also, da macht jetzt 467 FE pro Tick. Das reicht noch nicht, um das Ding zu bepowern. Aber ist schon mal ein Anfang. So. Sprich, jetzt macht er wieder Minus. Genau. Und der hier arbeitet wieder. Perfekt. Jawohl. Und wir haben ein weiteres Diererz. Das finde ich ja sehr nice. So. Perfekt. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Alles klar. Gut, das wär's für diese Folge. Bis zur nächsten.